Wie pflege ich meinen Dutch Oven? Hallo, hier ist der Ralf von Jütteland. Heute habe ich wenig zum Zeigen mitgebracht, sondern möchte mit euch über das Thema reden, wie ich meinen Dutch Oven pflege. Also wie pflege ich meinen gusseisernen Feuertopf? Hintergrund meines Anliegens ist, dass ich immer mal wieder einen Anruf kriege. Da meldet sich jemand und sagt, ich habe mir einen neuen Dutch Oven gekauft, ich habe darin meinen Gulasch gekocht, habe ihn in die Garage gestellt und 2 Tage später schon verrostet. Ja, kann ich den reklamieren? Kann ich den zurückgeben? Können Sie den umtauschen? Das sind so die Fragen, die dann auf mich einprasseln. Aber warum rostet der Dutch Oven denn? Ich denke mal, das Wichtigste, was ihr wissen müsst, wenn dieser schöne, neue, glänzende Feuertopf kommt, der ist eigentlich schon so weit aufbereitet und eingebrannt, dass ihm nichts mehr passiert. Ihr kocht aber drin, ihr kocht was mehr oder weniger Fertiges drin. Das heißt, diese Patina, entweder sie baut sich auf oder sie nutzt sich ab, je nachdem, was ich koche. Und jetzt mache ich zum Beispiel eine Gulaschsuppe drin und putze das auch wieder schön aus, mache alles schön fettfrei und stelle den Topf dann irgendwo hin, wo er auch trocken steht und trotzdem wieder roste. Also, was habe ich zum ersten Mal falsch gemacht? Ich habe ihn einfach nicht mehr eingefettet. Das heißt, jedes Mal, wenn ich diesen Topf sauber mache, dann braucht er einfach wieder eine kleine Fettschicht außenrum. Ich nehme immer ein Zewa, mache ein bisschen Olivenöl drauf und wische den Ofen einfach aus und da wird nie Rost dran kommen. Aber fangen wir von vorne an. Das Wichtigste beim Dutch Oven ist, dass er quasi über die Zeit seine Patina aufbauen kann. Das heißt, am Anfang, wenn ich einen neuen Dutch Oven auspacke, die von Petromax sind schon eingebrannt, von anderer Marke muss ich den wahrscheinlich noch einbrennen. Das ist kein Hexewerk, aber auch bei Petromax, der schon seine eingebrannte Schicht hat, da ist es gut, wenn ich die Patina noch ein bisschen aufbaue, indem ich am Anfang erstmal etwas Fettiges koche. Fett deswegen, weil das einfach die Pore vom Gusseisen noch weiter schließt und darauf dann quasi diese Anti-Haft- und Rostschutzoberfläche, genannt die Patina, entsteht. Was ich keinenfalls machen darf, ist ein zu hohes Sauberkeitsbedürfnis an den Topf zu haben, denn wenn ich mit Spüli an diesen Topf dran gehe, dann wasche ich mir diese ganze Patina wieder runter. Das heißt, ich entferne mir diese ganze Schutzschicht, das Eisen liegt nachher blank. Das ist genauso, wenn ich mit richtig scharfen Scheuermittel rangehe, ich kriege den Topf tatsächlich blank geschrubbt. Und die blanke Oberfläche, die rostet innerhalb von 2 Stunden. Da habe ich da Flugrost dran und das sieht dann immer schön aus. Was wiederum nicht weiter schlimm ist, weil ich kann diesen, nehme eine Bürste und mache diesen Flugrost oberflächlich weg, mache Öl drüber, brenne den Ofen neu ein und kann ihn wieder weiter verwenden. Also, wenn euch der Dutch Oven rostet, dann ist das kein Reklamationsgrund, sondern es ist einfach nur falsch behandelt. Wie mache ich es richtig? Meine bescheidene Meinung ist, dass je weniger ich mit diesem Topf mache, umso besser geht es ihm. Das heißt, ich koche in diesem Topf und bestenfalls wische ich ihn einfach, nachdem ich ihn leer geräumt habe, mit dem Zewa aus. Entweder ist dann noch fertig genug von der Speise, die vorher drin war, oder ich nehme etwas Olivenöl und fette ihn einfach wieder ein. Außerdem kann man sich auch überlegen, was mache ich mit dem Topf? Der ist von unten völlig rußig. Und auf dem Deckel wahrscheinlich steht die Asche drauf, wenn ihr richtig mit Oberhitze gearbeitet habt. Dann ist auch alles, was jemals an Schutzschicht auf diesem Topf war, die ist dann runtergebrannt. Das heißt, ihr habt entweder die Asche auf dem Topf oder herzblanke Eise. Ich fege den Topf kurz ab, dass die Asche mir nicht überall rumbröselt und stelle ihn so ins Regal. Weil wenn er mir auf dem Deckel rostet, ist mir das gerade egal. Der Ofen ist so dick, bis der Dutch Oven mal durchgerostet ist. Das wird doch ein paar Jahre dauern. Aber ich kann natürlich auch diesen Deckel oben die Asche kurz abwaschen, lasse ihn trocknen und pinsel dann oben auch wieder mit Olivenöl das Ganze ein. Zewa ist hier nicht ganz so geschickt, weil durch dieses schöne Drache-Logo von Petromax habe ich da sehr viele Sicke und Vertiefungen drin. Das heißt, ich muss hingehen und ich nehme einen Pinsel, pinsel das ein und wische nachher mit dem Zewa nochmal ab, wenn ich das haben will. Wenn ihr meine Töpfe anguckt, da ist einfach die Ascheschicht oben drauf und ein bisschen Rost und innen sind sie schön ausgeölt und unten rum sind sie völlig rußig Asche, je nachdem, ob sie im Feuer waren, ob sie auf Kohle gestanden sind oder wie wir sie auch verwendet haben.
Ja, was kann ich mehr tun an so einem Ofen? Also ich kann ihn verwenden und je öfter ich ihn verwende, umso besser. Ich habe eine Pfanne von WMF, die haben ja als junge Pfadfinder haben wir eine schwere Gusspfanne in den Wald getragen, um eine Paella zu kochen. Diese Pfanne habe ich seit über 30 Jahren, bald 35 Jahre, ja, muss man so sehen. Einfach habe ich die im Einsatz, die steht bei uns im Küchenschrank, die wird immer wieder verwendet und die haben wir noch nie entrostet, die haben wir noch nie wirklich nach dem Gebrauch eingefettet. Die haben wir einfach immer nur kurz ausgespült, trocknen lassen, wird uns egal, nächsten Tag weiterverwendet. Dann hält euch das Zeug ewig. Schlimmstenfalls, was kann passieren, wenn ihr diesen Topf mal falsch behandelt? Ihr könnt ihn mit Spüli auswaschen, das heißt, das macht ihr nicht, weil ihr wisst ja, dass man kein Spüli verwendet im Gusseisen. Aber wie es halt so ist, im Zeltlager, irgendjemand erbarmt sich, das ganze Essensgeschirr wegzuspülen, nimmt auch deinen Topf mit und was passiert? Er spült ihn einmal kräftig mit Spüli durch. Im Grunde für den Topffetischisten ein völliges No-Go und Gott im Himmel, der Topf ist kaputt. Nein, ist er nicht. Es ist die Patina, ist bestenfalls komplett weg, schlimmstenfalls nur, also bestenfalls nur teilweise weg, schlimmstenfalls ganz weg. Der Spüli kann natürlich in die Pore eindringen und ja, mein Gott, was soll's? Ich brenne diesen Topf aus, öle ihn ein. Brennen wir da ein und verwenden ihn weiter zum Kochen. Also nach Spüli hat noch nie was geschmeckt. Also ich glaube, ja, überbewertet. Genau, das ist das eine, was passieren kann, aber wie gesagt, nicht weiter tragisch. Den Topf sauber mache, einöle, weiterverwende. Wenn er tatsächlich jetzt nach eure 2 Tage in der Garage so eine richtig schöne Rostschicht hat, gebt irgendwas dran, was diesen Rost rausnimmt. Da kann man so ein einfacher Akkupatz nehmen, es einfach ein bisschen oberflächlich wegmachen. Auch der Rost wird euch das Essen geschmacklich nicht beeinträchtigen. Der wird auch nicht weiter rosten an dieser Stelle, wenn ihr den Topf einfach wieder einölt. Also einfach weiterkochen, weiterverwende und gut ist. Der Topf wird euch danken. Wenn denn dann mal richtiger Rost entstanden ist, das heißt, er stand jetzt das halbe Jahr in der Garage, weil er im Winter nicht rausgekommen seid, weil er irgendwelchen anderen Sachen im Kopf gehabt habt und der Topf ist euch jetzt richtig, richtig angerostet, das heißt, er sieht aus, wie wenn er quasi direkt vom Schrotthändler kommt, schon 2 Jahre hinter sich hat. Auch das ist nicht weiter tragisch. Nehmt eine Topfbürste auf euren Akkuschrauber drauf und bürstet diesen Rost einfach raus aus dem Topf. Ich glaube, dazu haben wir auch noch ein Video schon mal, wenn wir es gezeigt haben, wie dieser Rost rauskommt. Also bürstet ihn einfach blank, ölt ihn ein, brennt ihn ein, kocht weiter darin. Könnt ihr nichts Besseres tun. Der Topf wird euch danke und wenn ihr ihn dann anständig weiterpflegt, dann habt ihr da im Prinzip bis an euer Lebensende noch Spaß dran. Ja, genau. Was darf ich mit diesem Topf eigentlich nicht tun? Also hört sich so raus, wie wenn, egal was ich damit anstelle, ich kann immer noch darin kochen. Ich glaube, das Einzige, was ich wirklich nicht tun darf, ist tatsächlich diesen Topf irgendwo anzuschlagen. Das heißt, wenn ihr den mal auf dem ordentlichen Stein schwer rums und absetzt, jetzt ist Gusseisen, Gusseisen ist spröde. Gusseisen ist nicht wie ein Stahl, der einfach nachgibt, sondern Gusseisen ist spröde und wenn ich das irgendwo richtig Aneck oder dummerweise haben wir das manchmal beim Transport von unserer Versandware, dass das Paket mal richtig angescheppert ist und es bricht halt einfach irgendwas ab. Das ist das richtig Blöde bei so einem Dutch Oven, bei Gusseisen, weil das lässt sich ja eigentlich kaum mehr reparieren. Es gibt ein paar Fachleute, die sind in der Lage, Gusseisen zu schweißen, aber das ist der eine Punkt, wo ihr wirklich auf euren Topf aufpassen müsst. Dass er einfach keine harten Schläge abkriegt. Sprich, einfach nicht fallen lassen, nicht irgendwo am Betonpfosten anrempeln oder gegen der Laternenpfosten laufen. Wie auch immer, das ist das Einzige, was eurem Topf wirklich gefährlich werden kann, ist, dass das Gusseisen einfach mechanisch beschädigt wird. Aber von der Oberfläche her, ob der jetzt rostet, ob der verkratzt ist, ob der jetzt seine Patina runtergewaschen hat, summa summarum, was ich euch mit auf den Weg geben will, ölt diesen Topf neu ein, brennt ihn ein auf dem Feuer und dann wird dann noch mal ein bisschen Öl dran und weitergekocht. Dann sind alle zufrieden. Der Topf ist zufrieden, ihr seid zufrieden. Und ja auch, wenn ihr das einfach beherzigt. Bis dahin sage ich Dankeschön und tschüss, euer Ralf von Jodeland.